So Leute, wie ja schon angekündigt, gibt es die Woche Sneak Peeks für das große Rathaus 11 Update. Allerdings, Rathaus 11 wird nicht das einzige sein, was kommt. Und bevor ich jetzt auf die Details eingehe, auf Sneak Peek 1, Gunstliches zum Zeitplan. Also wir haben jetzt 2 Wochen Sneak Peeks, wo jeden Tag eine größere Neuerung im neuen Update vorgestellt wird. Und bisher war es immer so, wenn Sneak Peeks vorbei sind, ist am nächsten oder spätestens am übernächsten Tag das Update da. Das heißt, wahrscheinlich wird der Update-Termin so um den 7., 8. Dezember herum sein, falls nicht noch zu einer zusätzlichen Verzögerung kommt. Und fangen wir gleich einmal an mit den wichtigsten Änderungen. Also jetzt geht es einmal los mit dem Schildsystem. Und zwar die große Änderung, wenn das Rathaus zerstört wird, gibt es kein Schild mehr. Also das heißt 2 Sachen. Erstens einmal, es wird keine, also erstens einmal, es gibt nicht mehr die Möglichkeit, sein Rathaus in die Ecke zu stellen und darauf zu warten, bis irgendein kleines Simmerrathaus vorbeikommt und einem das Rathaus wegnimmt für gratis Trophäen und man bekommt ein gratis Schild, das spielt es nicht mehr. Man muss sich jetzt wirklich verteidigen. Und umgekehrt, im gegenseitigen Effekt heißt das auch, es wird keiner mehr sein Rathaus draußen stehen haben, also komplett draußen in der Ecke, weil er kein Schild bekommt, nur Trophäen verlieren würde. Und man kann sich jetzt auch nicht mehr so einfach hocharbeiten. Ich finde das einmal eine gute Sache, weil dann kommen wenigstens einmal die, sage ich einmal, die stärkeren Basen wieder nach oben. Und bevor jetzt alle schreien, ich kann mich nicht mehr verteidigen und so weiter, dazu kommen wir jetzt auch noch. Und zwar zuerst einmal, wie das Schild ablaufen wird. Und zwar, man bekommt, bisher hat man ab 40% Zerstörung oder dem Rathaus ein 12-Stunden-Schild bekommen. Jetzt ist das anders, jetzt bekommt man ab 30% schon ein 12-Stunden-Schild und ab 14 Stunden, also ab 60% ein 14-Stunden-Schild und wie gehabt ab 90% ein 16-Stunden-Schild. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, 30%, ich stelle einfach genug Kasernen, Bauhütten und Minen in die Ecke und dass mit der Gegner sich so die 30% holt. Nein, leider nicht, weil der Gegner, das ist die nächste Bedingung, muss mindestens 50% seiner Armee ansetzen. Und 50% heißt nicht von den Truppen, die er mit hat, sondern 50% von der Kapazität von seinem Armeelager. Das heißt, wenn das ein Rathaus 8 oder 7 oder 8 ist, werden das 100 Truppen sein. Die muss man ihm wegnehmen, dann hat man ein Schild und er muss 30% schaffen. Hört sich jetzt schlimm an, ist aber gar nicht so schlimm, weil sowieso immer draußen ein paar Gebäude stehen. Das heißt, wenn ein richtiger Angriff passiert, werden das in der Regel sowieso 30% sein. Und wir wissen jetzt nicht, was sonst noch kommt, aber ich würde fast gar nicht das Rad in die Mitte stellen, sondern zumindest nicht ganz raus, ein bisschen aus der Mitte, sodass zumindest 30% zustande kommen. Dann wird das auch halb meiner Meinung nach nicht so schlimm sein. So, nächste Änderung. Bisher war es so, wenn man ein Schild hat und man greift an, da war das Schild weg. Das ist jetzt nicht so, sondern man greift an und beim ersten Angriff verliert man 3 Stunden von seinem Schild. Das heißt, 12 Stunden Schild bekommen, greife an, habe ich noch 9 Stunden übrig. Wenn ich dann einen zweiten Angriff mache, habe ich wieder 4 Stunden weg. Das heißt, mir bleiben dann noch 5 Stunden übrig. Und im dritten Angriff sind auch diese 5 Stunden weg. Und dann bin ich, das heißt, ich kann 3 Angriffe machen hintereinander, bevor mich der Gegner wieder einmal angreifen kann, auch wenn ich dazwischen offline gehe. Was wahrscheinlich im oder was
wir wissen es noch nicht. Aber was natürlich immer noch gehen würde, ist, dass ich gar nicht offline gehe, mache, gib meinen Kasernenboost rein, mache 20 Angriffe in Serie. Das wird immer noch möglich sein. Nur eben, ich kann auch offline gehen und was Supercell damit bezwecken will, ist, glaube ich, dass man auch, wenn ich jetzt ein bisschen eine länger dauernde Armee baue, keinen Boost auf der Kaserne oben habe, dass ich dann trotzdem noch sinnvoll angreifen kann. Das war ja eigentlich ab Rathaus 8 war so die Grenze, wo es noch zur Not gegangen ist. Rathaus 9 greift keiner mehr an, ohne dass also und geht dann offline nach dem Angriff, sondern muss jeder 10 Angriffe rausbringen, zumindest 5 in Serie, sonst ist das nicht kostendeckend, nachdem das jeder macht. War noch nie Basen da. So, ja, was wird jetzt daraus passieren? Und ja, was ist, die 3 Stunden vom Schild werden erst abgezogen, wenn man wirklich angreift. Das heißt, man kann auch ruhig ein bisschen mit weiter durchblättern, wenn man nichts findet, sagen, okay, ich greife doch nicht an. Und wenn ich was finde, dann sage ich, okay, ich opfere die 3 Stunden. Die Kosten für das Weiter habe ich natürlich trotzdem, damit ich nicht unendlich einfach 500 Mal durchdrücke. So, ja, jetzt meine Meinung zu dem Ganzen oder die Auswirkungen, die ich sehe. Ich glaube, dass das eine extrem gute Änderung ist. Und zwar aus dem einfachen Grund, bisher war es immer so, dass ich die Leute greifen an und jeder stellt sein Rathaus raus fast. Das heißt, jeder, der sein Rathaus draußen stehen hat, wird sofort angegriffen und bekommt sofort sein Schild, auch ob er Ressourcen hat oder nicht. Das heißt, es sind nur mal wenige Basen da, die überhaupt angegriffen werden können. Weil im Normalfall die Basen so schnell wegkommen. Und nachdem es gibt viele Angreifer und wenig Basen, heißt das, dass einfach zu wenig Basen da sind. Und das hat immer den Effekt, dass die guten Basen angegriffen werden und die schlechten, die keiner haben will, zum Beispiel ein 10er Rathaus mit voller Verteidigung in etwa so wie meine Basis und jeweils 100.000 Ressourcen, das will sich keiner antun. Oder ein 8er Rathaus 10.000 Ressourcen zu holen. Und alle natürlich mit Rathaus drinnen. Einfach die Basen, die keiner haben will, die bleiben übrig. Und das ist auch der Grund, warum man... Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal weniger als 100.000 in den Speichern gehabt hätte. Auch als 9er Rathaus war das sehr, sehr selten, dass ich nicht zumindest, oder sagen wir nicht 100.000, sagen wir 100.000 zu holen, sagen wir weniger als 1 Million in den Speichern, zumindest in einem habe ich immer mehr gehabt. Trotzdem, wenn man weiter drückt, findet man reihenweise Basen, die komplett pleite sind. Und das ist oft dann auch das Frustrierende, man greift an, drückt weiter, 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 findet nichts, geht offline und der Nächste kommt und nimmt einem 300.000 jeweils weg. Es wird in Zukunft nicht mehr so spielen, sondern die Beute wird, wenn nicht zusätzliche Änderungen noch kommen, deutlich mehr. Und deutlich mehr meine ich wirklich extrem viel. Ich kann mich nämlich noch gut erinnern, im April hat es von Supercell schon eine Änderung gegeben im Matchmaking, dass zumindest die 7er Rathäuser die 9er und 10er nicht mehr finden. Und allein das hat ausgereicht, dass kurz die Tage danach, ja, die Beute wirklich extrem gut war. Also statt 30 Mal weiter drücken, waren das 5 bis 10 Mal und jedes Mal ein super Angriff. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gelegt, weil jetzt kommen die geraschten 9er Rathäuser hoch und snipen sich hoch, weil die haben es natürlich jetzt einfacher und es hat sich wieder etwas normalisiert. Es ist aber immer noch die Beute deutlich besser wie früher für die 9er, 10er Rathäuser. Darunter kann ich nicht viel sagen, weil ich nicht mehr allzu viel angreife. Aber auch vom 8er Rathaus, was ich einmal probiert habe, ist die Beute viel besser wie früher. Einfach dadurch, weil diese kleinen Sniper weggehalten werden. Und wenn jetzt diese Rathaus-Snipes komplett verschwinden, also auch die 10er, die
mache ich ja teilweise auch, wenn ich auf Kristall 3 bin und ich sehe einen Gegner, wo ich sage, will ich den angreifen, will ich den nicht, und ich habe vielleicht meine Queen nicht mit, habe vielleicht keine Zauber, traue mich, das ist ein 10er Rathaus mit jeweils 400.000, aber ich traue mich jetzt im Moment nicht drüber und setze ein Rathaus, dann nehme ich ihm das Rathaus weg. In Zukunft wird das nicht sein, wenn ich ihn überspringen, und dann kommt, und dann der nächste kommt, hat vielleicht die richtigen Truppen gerade und holt sich da die volle Beute. Also das macht wirklich, ich glaube, dass es da deutlich besser wird. Und meiner Meinung nach ist es auch dringend notwendig, weil für Rathaus 11 wird ein ziemliches Beuteproblem sonst bekommen, wenn einfach nicht genug da ist, an Ressourcen zu holen. Und es wird jetzt mal noch genug andere Änderungen geben, aber ich glaube, dass es einfach auch in die Richtung geht, dass Supercell die Zeit von bis man Rathaus 10 ist, etwa verkürzen wird. Weil was ich sehe, wenn man nicht wirklich entweder boostet die ganze Zeit oder extrem viel spielt, hat man auf einem hohen 8er Rathaus schon den Fall, dass nicht mehr viel weitergeht. Das ist das so der Punkt, zu dem man kommt, so als gelegentlicher Angreifer, wenn man jetzt nicht den ganzen Tag online ist oder boostet, und ab dann werden die Leute inaktiv. Und wenn ich mir das auch bei uns im Clan ansehe, wie viele Leute jetzt nicht mehr spielen, die gespielt haben, eben genau wegen der Beute oder weil so wenig weitergeht, obwohl auf Rathaus 9 und 10 noch so viel zu sehen wäre, dann glaube ich, ist das schon die Richtung, in die Supercell abzielt. So, jetzt ist die Frage, was kommt noch in dem Update? Und mein Rathaus 11 wissen wir, den neuen Held wissen wir, die Verteidigung haben wir auch schon gesehen. Was auch noch kommt, ich gehe vielleicht zurück, vielleicht, irgendwo habe ich, nicht, dass ich auf etwas vergesse. So, das ist nicht mehr da. Was auch noch kommen wird, ist Personal Breaks. Also normalerweise wird man nach 6 Stunden gekickt. Da wird es auch Änderungen geben. Es wird im Liga-Bonus Änderungen geben. Was auch immer, ich vermute eher erhöht. Beziehungsweise erhöht für starke Angriffe. Was Trophäenkalkulation wird auch geändert. Und ich vermute in erster Linie für die in die Titan oder so ist es oft so, ähnliches Problem, es greifen, jeder hat einen Schild, jeder will angreifen, keine Basis da und man sieht nur Wolken, weil gar keine Basis mehr da ist. Oder man sieht nur die von Master und die nur eine Trophäe hergeben. Ich vermute, das wird dann angegangen. Und was ist auch dieses generelle Beutesystem wird auch geändert. Also bisher war es ja immer so, dass ich sage, okay, jedes, so wie es momentan arbeitet, ist, dass ich sage, bei Rathaus, bis Rathaus 5 kann ich, oder Rathaus 6 kann ich 20% des Speicherinhalts wegnehmen, ab Rathaus 7 dann 18%, Rathaus 6 sind es 18%, Rathaus 7 sind es dann 16% und so weiter. Und Rathaus 10 dann nur mehr 10%, wobei umgekehrt, da gibt es auch eine Maximalgrenze, ab zum Beispiel Rathaus 10 ist das so ab 4 Millionen, wird abgedeckelt, wenn ich jetzt 6 Millionen im Speicher habe, kann mir auch nicht mehr gestohlen werden. Und also Rathaus 9 war das, glaube ich, 350.000. Und beziehungsweise war es so, wenn ich ein Rathaus unter mir angreife, gibt es 90% der Beute, zwei Rathäuser unter mir gibt es 50%, und ich vermute mal stark, dass das auch geändert wird. Einfach darin, weil wenn ich ein 8er Rathaus bin und ich gehe auf ein 6er Rathaus, ist okay, wenn ich dann weniger Beute bekomme. Weil ich kann sowieso gegen 8er kämpfen oder zumindest gegen 7er. Und ein 7er Rathaus muss ich halt gegen eine 8er Rathaus Farming Armee verteidigen können. Ein 8er Rathaus gegen eine 9er Rathaus Farming Armee
ist schon okay, aber als 10er Rathaus ist es schon so, dass die richtigen 9er schon etwas heftig sind. Und als 11er Rathaus kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man mit dem jetzigen Beutesystem ständig mit einer Farming-Armee gegen Infernos auf Multi kämpft, weil einfach der Unterschied zwischen der Stärke der Verteidigung und der Stärke der Farming-Armee einfach immer mehr wird. Und ich glaube, da wird es auch Änderungen geben. Entweder werden die Prozente etwas angepasst, bei den höheren Rathäusern ist, glaube ich, eher ganz, ganz wegfallen wird das wahrscheinlich nicht. Oder es wird die Beute von den 10er Rathäusern so viel erhöht, ich sage, es gibt nicht mehr 10%, sondern es gibt wieder um eine 14% oder mit Maximalwert erhöht, dass ich einfach dann trotzdem noch meine 600.000 statt 400.000 holen kann auf einer Basis und wenn ich die Hälfte bekomme, habe ich 300.000 immer noch und kann damit schön meine Armee zahlen. Ich glaube, in etwa darauf wird es hinauslaufen. So, ja, weitere Sneak Peeks. Also morgen wird es dann weitergehen. Und ich versuche jetzt noch schnell zu finden. Naja, den Post finde ich jetzt leider nicht mehr mit dem genauen Plan. Und wir wissen aber nicht, das ist jetzt alles. Es können aber jetzt noch andere Themen auch noch kommen, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Das heißt, Singleplayer-Karten, Clan-Kriegsturniere, das ist alles noch nicht vom Tisch. Also das könnte auch noch kommen. Vor allem, wenn ich mir das ansehe, in welchem Tempo Supercell das Ganze mit den Sneak Peeks angeht. Beziehungsweise hat es so die Aussage gegeben, Rathaus 11 ist 5% von diesem Update. Also da wird sicher noch einiges auf uns zukommen. Und ich werde euch wieder jeden Tag mit den aktuellen Neuigkeiten versorgen und auch gleich wieder dazu sagen, was sich da jetzt meiner Meinung nach ändern wird danach. Und sobald jetzt ein paar Sneak Peeks durch sind und einmal der Großteil klar ist, wie das mit dem Schildsystem laufen wird, und so weiter, werde ich dann, wenn möglich, bis zum Release auch gleich mit ein paar Basisdesigns, die ich nachbauen werde, die meiner Meinung nach funktionieren könnten. Wie gesagt, ich kann jetzt keine Garantie abgeben, dass jeder, der eine Farming-Basis hat, jetzt auch ein bisschen eine Idee bekommt, wie er die umbauen kann oder wie er jetzt eine Farming-Basis neu aufbauen kann, weil was klar ist, wenn wer sein Rathaus weiter draußen stehen hat in der Ecke, die Angreifer werden trotzdem noch drauf gehen, der wird einfach 30 Mal in Serie angegriffen, Rathaus jedes Mal platt gemacht, bekommt nie ein Schild und wird wahrscheinlich 500 Trophäen tiefer wieder aufwachen am nächsten Tag, im schlimmsten Fall. Zumindest in höheren Ligen wird das auf jeden Fall so sein, allein schon wegen dem Liga-Bonus. Und ja, also sollte auf jeden Fall etwas hinein, wenn auch nicht in die Mitte. Und ja, was auch noch kommt, gibt ein Village Guard Konzept. Und es weiß noch keiner, wie das genau funktioniert, was das kann. Es hat irgendwas mit Schilden, mit dem Schildsystem zu tun. Also ich glaube jetzt nicht, dass der Village Guard irgendwie eine Verteidigung ist oder ein Held oder sonst was. Aber wir wissen es nicht, aber es ist sicher irgendetwas, was ein bisschen Interaktion erfordert. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass Village Guard einfach nur ein geänderter Timer ist, so wie mit den Schildern. Es wird sicher etwas Größeres noch werden. Und möglicherweise schon die nächsten ein, zwei Tage vorgestellt werden. Und ja, also wieder. Bis zum nächsten Mal und ich versuche wieder meinen Stopp-Button zu erwischen. Die öfter meine Videos schauen, wissen schon, dass das ein bisschen ein Problem ist. Da nicht. Zurück. Nein, nicht. Ach Gott. Ah, warte mal. Ah, so.